Eine quaderförmige Dose ist 20 cm lang, 16 cm breit und 8 cm hoch. Frage: Ist es möglich, diese Dose mit Würfeln, deren Kanten 2 cm messen, zu füllen, ohne Lücken zu haben? Also diese Dose soll vollständig gefüllt werden mit solchen Würfeln. Frage: Ist das möglich? Zweite Frage: Welche sind die Maße der größten Würfel, die diese Dose lückenlos füllen werden? Wir berechnen hier selbstverständlich die Teiler von 20, die Teiler von 16 und die Teiler von 8. Schreiben wir diese schon mal auf. Die Teiler von 20 sind 1, 20, 2, 10 und 4, 5. Die Teiler von 16 sind 1, 16, 2, 8 und 4. Die Teiler von 8 sind 1, 8 und 2, 4. Wir sehen, dass 2 gemeinsamer Teiler von 20, 16 und 8 ist. Da 2 ein gemeinsamer Teiler dieser drei Zahlen ist, ist es effektiv möglich, diese Dose mit solchen Würfelchen ohne Lücken auszufüllen. Auf dieser Länge passen 10 solche Würfelchen, denn 20 geteilt durch 2, das macht 10. Auf dieser Breite passen 8 solcher Würfelchen, denn 16 geteilt durch 2, das macht 8. Und auf dieser Höhe passen 4 solche Würfelchen, denn 8 geteilt durch 2 macht 4. Wir sehen hier an den Teilern, dass 4 der größte gemeinsame Teiler von 20, 16 und 8 ist. Also ist es möglich, diese Dose vollständig mit Würfeln zu füllen, deren Kantenlänge 4 cm beträgt. Längs dieser Kante können wir 5 solche Würfelchen aufstellen, dann bleibt kein Platz mehr. Längs dieser Kante können wir 4 solche Würfelchen stellen und längs dieser Höhe können wir 2 solche Würfelchen stellen. Also wird diese Dose effektiv lückenlos gefüllt sein mit solchen Würfeln.